Zurück bei Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. Suchen wir jetzt den Zauberer. Gehen hier ein bisschen außen lang. Gucken mal, was wir hier so finden. Vielleicht noch die ein oder andere Katze. Oder auch nicht. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich höre jetzt spontan erstmal keine. Doch, da. Da vorne, da könnte er sein. Das könnte er sein. Da ist ein Haus. Da gehen wir hin. Nein, das ist er nicht. Aber es ist ein Haus. Das ist ein Haus. So. Ah, guck mal, da ist so ein ganz kleines... Oh, da ist noch eine Katze. Miau. Hab dich. Für den Zauber sieht er aber ganz schön jung aus, muss ich sagen, ne? Guck mich erstmal hier um. Ha, hinter ihm ist noch eine Kiste. Silbershampoo, silberne Haare. Mm. Wir haben Ölshampoo, jetzt haben wir ein Silbershampoo. Naja, du siehst aus, da hättest du eine Menge zu erzählen. Tut mir leid, ich kann mir nicht jede Geschichte von irgendwelchen Reisenden anhören. Muss mich um eine Wasserquelle kümmern. Ohne Wasser überlebt man in der Wüste nicht lange. Und unsere nächste Quelle liegt hinter der Düsternis. Ich muss einen Weg finden, um die Düsternis zu beseitigen. Oder wir werden bald großen Durst haben. Ja, aber welche Düsternis meint er denn jetzt? Meint er jetzt die, wo ich vorhin nicht lang kam? Nee, die meint er nicht. Dafür müsste ich ja dann die Brücke bauen können. Und wenn ich die Brücke nicht bauen kann, dann kann ich den Rest auch nicht bauen. Und oh, das sind doch alles hier. Das ist doch alles hier, alles Kokolores ist das doch. Mann, 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 Mann. Sind die da in der Luft? Ernsthaft? Ah nee, das sieht nur so aus durch den Schatten. Okay. Ah ne, hier ist ein Weg. Da ist ein Weg, ob man es glaubt oder nicht. Und ich brauche fünf Geister und habe sechs. Könnte also hier der Weg sein, den er meint. Machen wir doch einfach mal. Schön hier durchschlängeln durch diese Wüste. Ja, man erkennt zwar gar nichts auf der Karte... Nur so ganz grob, aber... So. Komme ich da hoch? Ernsthaft? Und jetzt weiter? Wie komme ich jetzt weiter? Da komme ich doch eh nicht runter. Ach, da komme ich aber hin. Ein rotes Feuer. Ein gelbes Feuer, okay. Akuna-Oase. Eine neue Stadt. Das ist doch schön. Okay, gut, die haben alle Durst. Ich hab's verstanden. Ach, Leute, kein Ding, komm, ich mach's weg. So, bitteschön. Feiert mich. Ein bisschen mehr Begeisterung, Leute, hier. Ja, was ist denn hier mit der Begeisterung? Spektrum-Shampoo. Ach du meine Güte. Jetzt wird sie echt verrückt. Aber wo ist denn hier mein Händler? Da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Hast du Torbögen? Ernsthaft? Wow. Muss wieder zurück zum Zauberer laufen, ne? Oh, nee. Ernsthaft? Och, Leute. Das ist wieder so ein weiter Weg. Was haben die... Ich musste sogar da hoch, sehe ich gerade. Okay. Ah. Ich habe mich an einem Pixel festgehangen. Der böse, böse Pixel war's.
Dann hier lang. Und voilà. Sind wir wieder draußen. Mit dem Zauber Doubles. Doubles sprechen. Duples. Ich glaube, sie meinen Doubles, oder? Oder Duples? Ach, man, ist das ja so kompliziert. With diesen Danglish. Was soll das heißen? Du hast die Quelle gereinigt. Oh, Geister, sagst du? Von Geistern habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich denke, du könntest genau die Person sein, die ich suche. Du hast den Wolkenfinger gesehen. Einst war er eine Quelle des Lebens, doch nun verbreitet er Düsternis im Land. Aber ich kann ihn reparieren. Wir brauchen nur die richtigen Teile. Wenn du mir die Teile bringst, kann ich den Wolkenfänger reparieren und im Nu wird alles wieder gut sein. Ansonsten wird sich die Düsternis immer weiter ausbreiten, bis nun ich weiß nicht, was passieren wird, aber sicher nichts Gutes. Was sagst du? Die Leute in Gimea zählen auf dich. Ja, ist klar, Leute. Mhm. Ja. Genau. Ist ja nicht viel, ne? Mhm. Und es hilft mir immer noch nicht weiter. Ich muss Geister finden. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich Geister jetzt am besten finden kann. Ich gehe jetzt hier nochmal lang. Ich werde mich wahrscheinlich wieder ärgern, dass ich hier umsonst lang gehe. Da kann ich eh nicht hoch. Der Weg ist so unnütz. Aber im Dunkeln sieht er nochmal viel cooler aus, finde ich. Wenn ihr zufälligerweise wisst, wo die ganzen Matrosen und so weiter sind und das mir vielleicht dann auch bei der Aufgabe helfen könnte, dann ab damit in die Kommentare. Ja, das war dann hier auch mal weiterkommen. Wenn ihr das Spiel natürlich selber nicht habt und nur zuguckt, könnt ihr mir auch gerne eure Vorschläge in die Kommentare schreiben, wo einer sein könnte. Wobei es heißt ja halt, einer ist am Kochen und so weiter. Und ja, wir müssen halt jetzt hier mal mit allen reden. Versucht gar nicht erst Jagdwaren im Springmore zu handeln. Ich hörte, sie haben selbst mehr als genug. Ah, sie reden mittlerweile mit einem. Das Himmelsjenseits ist der Raum zwischen den Sternen. Toll. Ich traue Katzen nicht. Ich traue keiner Kreatur, die die Düsternis durchqueren kann. Ach, Katzen können durch die Düsternis durch. Okay. Ich möchte Komikerin werden. Dann könnte ich Leute nur mit Worten zum Lachen bringen. Aber mir fehlt dieser eine spezielle Witz, über den alle lachen. Mein Meisterwerk. Mein Meisterwitz. Nun, wenn ich den ganzen Tag hier herumstehe, werde ich ihn bestimmt nicht finden. Ich muss die Welt bereisen, auf der Suche nach meinem Meisterwitz. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss. Okay, dann such du mal deinen Meisterwitz. Ich suche weiter hier nach einer adäquaten Lösung, die Düsternis zu verjagen. Was ich halt nun mal ein bisschen wichtiger finde als irgendein Meisterwitz, aber ist ja in Ordnung, ne? Du stehst hier mitten in der Wüste rum, hast auch nichts Besseres zu tun, ne? Ach, hallo Kari. Unicorns können den Takt halten. Oh, cool. Ja, hier in dem Bereich kann ich doch noch ein bisschen was bewirken. Und sei es hier eine Truhe zu finden mit einer Sonnenbrille. Oh, eine fehlt mir doch noch, oder? Ich glaube, eine fehlte mir noch. Oder zwei? Warte nicht, waren es eine oder zwei? Fakt ist, ich brauche eine Sonnenbrille. Alter, das ist eine riesengroße Düsternis da. Ich glaube, da komme ich noch nicht lang. Da brauche ich wahrscheinlich dann alles, was irgendwo irgendwie möglich ist. Das ist eine Katze. Die Katze nehme ich mit. 14. Hier brauche ich 14 Stück, Leute. 14. Also es wird nicht weniger, es wird ja immer mehr, ne? Kann ich denn hier außen irgendwas finden, wenn ich hier außen lang gehe? Also irgendwelche komischen... Hallo, ich wollte dich einsammeln. Danke. Irgendwelche komischen Viecher hier. Was brauche ich hier für die große Düsternis? 7. Na gut, das ist akzeptabel. 7 ist akzeptabel, kann ich mit leben. 7 und 8, ne?
Wobei ich halt immer nicht weiß, wo ich dann lang muss, aber egal. Ich habe ja auch noch die anderen Bereiche, wo ich jetzt noch nicht war. Ich habe mich jetzt wirklich hier einfach nur auf die Base-Storyline konzentriert und gesagt, gut, da suche ich jetzt, da finde ich jetzt. Im Endeffekt finde ich nicht und suche. Aber das ist halb so schlimm. Genau dafür ist das Spiel gedacht, um zu erforschen, zu erkunden. Und um herauszufinden. Und was ist das? Rumzurennen und die Häuser von Leuten kaputt zu machen, ist echt unfein. Der Sack auf deinem Rücken hat die perfekte Größe für einen Geist. Du wirst ihn doch nicht so bald kaputt machen, oder? Ja gut, damit haben wir dann die Nummer 7 gefunden. Das ist natürlich praktisch. Ah. Kann ich jetzt doch wieder zurückrennen? Ich habe mich schon gewundert, seit wann sind Steine bitteschön auf dem Kopf? Und dann war das der Geist Nummer 7. Also ihr seht wirklich, jede Ecke, jede einzelne Ecke solltet ihr erkunden, um hier irgendwas zu erreichen und weiterzukommen. So, jetzt gehen wir da mal hin. Und können jetzt hier, ich hoffe, das ist das gesamte Schild, was ich dann da freigebe und nicht nur das eine. Gut, das ist das gesamte Schild. Und da hinten ist eine Katze, sehe ich gerade. Du kannst den Glanzhof aufbauen. Ja. Oh, ich habe einen neuen Hof bekommen. Wie krass ist das denn? Ich habe einen zweiten Hof. Ist das geil oder ist das geil, Leute? Hä? Wie geil ist das denn? Und gibt es hier auch noch irgendwas zu entdecken oder so? Nee, ne? Nee, die haben also keine zusammengesteckten... Nee. Nichts zusammengestecktes, schade. So, wartet mal, jetzt möchte ich mal was gucken. So, UI ein oder aus. Eigentlich sieht das doch geil aus, oder? Aber es bewegt sich nicht und das finde ich schade. Es ist dann wirklich Fotomodus und alles steht still. Ja, aber es ist noch cool, wenn irgendwie dann so die Tiere so fotobombmäßig reinspringen, so. Aber ist halt nicht der Fall, ne? Jetzt habe ich da hinten echt noch einen neuen Hof entdeckt. Auch nicht schlecht. Ja gut, dann ist das so. Vielleicht kann ich hier auch diese Tiere einfangen, aber ich habe dafür noch nichts. Jetzt habe ich sogar schon zwei Höfe, die ich versorgen muss. Versorgen kann. Kann ich da außen lang? Es wird schon wieder dunkel. Ich krieg doch eine Krise. Immer ist es dunkel. Ich glaube nicht, dass ich hier außen lang kann, oder? Ne, ich darf hier wirklich außen nicht lang. Das ist kein Witz. Schade. Eine unsichtbare Mauer und sowas finde ich halt an Spielen echt immer extrem störend. So, den kann ich nichts geben zum Füttern. Obwohl ich hier den Brunnen repariert habe, ändert das nichts. Ja, auch nichts Glänzendes. Eine Höhle? Achso, der sah nur so aus. Ja gut, also hier bin ich komplett noch zu früh. Selbst wenn ich da jetzt einen Geist entdeckt habe, der mir in dem Augenblick natürlich sehr viel weiterhilft, muss ich halt jetzt zurück zu der alten Basis.
und gucken, ob ich dort die Finsternis irgendwie noch anderweitig verjagen kann, irgendwas finden, keine Ahnung, Fischwettbewerb gewinnen. Es gab so viele Aufgaben, die man da noch erledigen muss. Und ja, ich würde sagen, das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Part zu Yonder the Cloud Catcher Chronicles. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, laufe jetzt hier den Ausgang raus und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.